Das ist das erste Bild. Ist das das richtige erste Bild? Ja. Oder kommt da vorher? Vollbild. Okay. Und wenn ich jetzt starte, dann startet es. Wie lange steht hier das Bild? 5 Sekunden. Das ist die alte Akademie. Steht seit mehreren Jahren leer. Dort wurden die Microfishes aller Parksünder, also die Knöllchen, gesammelt, glaube ich. Die hätte 5.000 € pro Tag gekostet zu mieten, habe ich gesagt, nein. Geil, mal geil. Warst du da in der Gesundheitshaus, Akademie? Nee, du warst da gar nicht. nee, das ist das Ah Gesundheitshaus ja. Dachauer 90. Ja, das steht auch seit Jahren leer, da wollte ich die Tiefgarage mieten. Dadurch, dass das städtisch ist und man durch alle Behörden muss, hat es ewig gedauert, Monate. Und zum Schluss habe ich es dann abgeblasen. Ja. Ja, das Gebäude ist total verseucht, Ja, ich glaube weiß. ich. Mindestens mit Salmonellen, multiresistenten Keimen, was weiß ich noch, was Krass. alles. Deswegen finde ich es eine Frechheit, dass die das als Zwischennutzung angeboten haben. Wird aber jetzt gemacht, glaube ich. Ja, Irgendjemand macht es bestimmt. derjenige, der es macht, der muss 1 Million € reinstecken. Und darf es nutzen für, glaube ich, 2 Jahre oder Ja, so. Also krass. es ist völlig. Das ist immer noch da. Ja, es wäre besser, das abzureißen, finde ich. Der stand ja auch so lange leer. Ich habe Ja. es nur so am Rande Ja, es ist ein mitbekommen. tolles Gebäude. Total Und schön, ja. hier siehst du, ich habe im Februar angefangen, die Orte zu Ja, suchen. was Das das? ist jetzt die Paketverteilerhalle von der Post. Ja. Und das ist an der Donnersberger Brücke so ein Gelände. Da wurden 2015 die Flüchtlinge aufgenommen. Ah, das kenne ich, ja. Also ganz, ganz tolle Konstruktionen, Backsteingebäude. Ist richtig verwahrlost, also wirklich dritte Weltmäßig. Da haben Obdachlose gewohnt, das ist richtig übel. Die Bahn will es natürlich nicht vermieten, bestreitet, dass sie das überhaupt besitzt. Aber sie besitzt es und ja, schau Aber es dir an. sauschön, sauschön. Wunderschön. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch steht, Ja, aber da ich siehst fahre du mal so. vorbei, ich wohne da. Also es ist unglaublich, oder? Ich glaube, ich kenne das auch, weil da ist hinten dran auch dieser mysteriöse Spielplatz und so Ja, Zeug, ne? genau. Das ist jetzt der sogenannte Tatzelwurm, die Auffahrt von der A9 in Wow. Freimann. Das ist schön, das kenne ich auch, ja. Da Das ist ein tut. McDonald's schräg gegenüber. Ja. Ist halt so Da wollte ich auch ganz. mal ein Motel drunter bauen. Ja, da darfst du gar nichts Nee, das machen. ist klar. Ganz schlimm. Ah, das ist das Z. Das ist das Z, In das Land. Treppenhaus. Kleine Tür. Ja, da wollte ich auch was machen, aber die Stadt München hat es mir dann verboten. Darf da nichts machen, weil die haben ja schon Zuschüsse bekommen. Also ging es da leider auch wieder nicht. Das ist die Rückseite von diesem Gebäude und da unten drin in dem Keller. Das ist dieser kleine Club, oder das sah aus wie so ein Ja, kleiner Club, ne? genau, da hat so ein Skateverein Partys gemacht. Den fand ich auch sehr schick, den Raum. Das ist eine Die ganz Wand. tolle Treppenabfahrt, so eine Autoabfahrt. Ja. In der wollte ich was machen. Das ist jetzt in Zeuerhof 17, ist ein McGraw, also ehemalige US-Streitkräfte. Die Kaserne steht seit Jahrzehnten leer. Da habe ich auch monatelang versucht anzufragen oder habe angefragt und ging dann schlussendlich auch nicht. Gleich daneben das Probengebäude der Staatsoper steht auch leer. Da stehen Flügel drin. Ich habe angefragt, kann ich das benutzen? Nein. Das ist in Berg am Laim, Berg am Gehört das alles der Stadt Laimstraße. dann auch? Nee, das ist privat. Das ist ein leerstehender Fitnessclub in der Berg am Ach, Laimstraße. super. Hat leider auch nicht funktioniert. Da ist ein, ja, ist Das ist ziemlich, schön. ziemlich riesig und da ist ein Schwimmbad drin. Ja, ich fotografiere natürlich immer die Namen Ja, ab, das ist damit ich gut. mich erinnern kann. Und die An Adressen, der Schränke Salzbrücke. Salzbrücke. Wow. Das ist super interessant, das ist die Rückseite der Bavaria. Ah, das kenne Da ich. geht Da es so bin runter und da ist eine Tür, das ist ein riesiger Keller. Da gibt es, ich. ja, genau. Da habe ich oft angerufen. Ja, genau. Das sind Überbleibsel Echt, der da kann Wiesen. man, könnte man rein. Nein, da Nee. keine Erlaubnis bekommen. Das ist genau gegenüber, steht auch seit Jahrzehnten leer. Das ist dieses Gebäude hier. Das habe ich gerade auf dem Kieker, das ist bei mir im Atelier hinten dran. Was ist das? Genau,
Da darf man auch nichts machen, obwohl es leer steht. Das ist total schön. Die Stadt konnte mir keine Gründe nennen, wieso nicht. Das ist in Sendling, in der Bad Tölzer Straße. Da ist ein riesiges leerstehendes Gelände, wo Photochemikalien für Kodak hergestellt wurden. Es wurde verkauft, das Gelände. Neue Eigentümer konnten wir nicht rausfinden. Ja, hätte sich auch super geeignet. Total schön, ja. Krass. Ja. Vielleicht auch verseucht, wahrscheinlich. Ja, da haben wir mal wieder Landeshauptstadt München, ja. Ein völlig verwahrloster Parkplatz. Teenies. Dänischer Dänisches Teenie. Dynamit. Wow, das ist an der Plattform, das kenne ich. Ja, genau. Da sind Was so ist da los? Container, die wurden ausgeraubt, Ja. also aufgebrochen, ausgeplündert. Ja, wieder, schau mal, das ist München. Das sieht aus wie in der dritten Wow. Welt. Ja, ich habe das, ich sehe, ich kenne das. Ich habe da auch schon Genau. mal im Foto rangezoomt, weil ich mich Gehört. nicht getraut habe, hinzulaufen. Ja, gehört der Stadt München und ist völlig verwahrlost. Ich durfte es nicht nutzen, weil es angeblich bebaut wird. Boah, das ist echt gruselig. Das wäre mein Lieblingsplatz Ja. gewesen, weil so einen Schandfleck findest du echt nicht so Das ist schnell. noch nicht so lange, dass die so geplündert sind. Die standen da recht lange und irgendwann Ja, waren die so aufgerissen. da wohnen auch Ja, ich hatte Obdachlose Angst, da und. hinzugehen tatsächlich, weil ich dachte, am Ende Nee, liegt da einer zwischen den Dingern. ja, Ah, das ist genau. das Haus jetzt in Das ist in Freimann, ja. Freimannshaus in der Sondermeierstraße. Das schöne Haus. Das schöne Haus. Das ist jetzt, man sieht es jetzt gleich, das ist der Blick aus dem Dachfenster. Ja, das ist die Inneneinrichtung, was noch war. Die Küche hatten wir in Pasing damals, da, wo wir in dieser alten Schau mal, Wohnung der schöne eingezogen Stuhl. sind. Ja, ohne Sitzfläche. Ohne Sitzfläche. Genau. Ja, es war total zugewuchert. Musste ich mir erstmal den Weg freischneiden, als ich das Auch schön. benutzt habe. Ja, jetzt ist es mittlerweile fast schon ganz abgerissen. Also die Echt? haben wirklich nach meiner Ausstellung angefangen. Also ich habe noch ein aktuelles Foto, da steht es noch so halb. Und das war der Keller. Sieht schön aus, aber es war alles total verschimmelt. Ja, ich weiß. Es hat auch ein bisschen gemieft. Ja. Aber Das ist wie ganz lange stand grau. es leer? Das stand seit 2015 leer, glaube ich. Ja, ist gar nicht so lang. Ist gar nicht so lang im Vergleich zu den anderen. Aber ein Ja. wunderschönes Haus. Wie heißt Sowas diese vorher? Hausbauform nochmal? Ich weiß es nicht genau. So sieht es jetzt aus. Kaffeekannen, nee, Drehmühlen. Nein, keine Ahnung. Simone hatte mir was gesagt. Okay. Das ist eine bestimmte Bauweise. Okay. Kaffeemühlenhaus oder so. Kaffeemühlenhaus. Ja, die so eine Zeit lang gebaut wurden. Also diese Übereckfenster kannte ich jetzt nicht. Das ist das aktuelle Haus in Denning. Ah, wow, das ist total schön. Der Garten ist mittlerweile 1,50 hoch ist das Gras. Das ist ein, ja, leerstehendes, es ist ein bisschen schnell. Genau, Pause. das ist auch interessant. Das ist, also hinter diesem Mühlstein ist ein Eingang. Also das ist eigentlich eine Kellerluke. Und die, so wie das da steht, steht es schon seit 30 Jahren. Und wenn du diesen Stein wegschieben würdest, könntest du durch dieses Kellerfenster in die Katakomben runterklettern. Und diese Katakomben sind die berühmten Versorgungskatakomben von unserem lieben Führer Adolf Hitler, der da überwintern wollte. Und da wollte ich auch was machen. Und zwar, ich zeig's jetzt mal, es geht jetzt weiter. Das ist nur dieses Stück hier, dieses Grüne. Das ist total zugewachsen und da wollte ich einfach meine Ist direkt Plant am Music. Königsplatz, oder? Genau. Aber das ist absolut tabu, weil die Argumentation ist, wenn man da eine Ausstellung macht, dann hat man sofort die Rechten sozusagen, weil die kennen diesen Die Platz. wollen da halt rein. Ja, das ist halt wie so eine Kultstätte und das ist so ein Tabu, dieser Ort, obwohl der Ja. nur 4 mal 6 Meter groß ist. Aber das sind so die Begrenzungen von dieser Straße, die auf den Königsplatz geführt hat. Und man kann sie, glaube ich, nicht, darf sie nicht wegreißen. Also es ist so ein ganz schwieriger Ort, Ja. aber ein ganz kleiner und ganz schwieriger Ich Ort. weiß, dass diese Untergrundführungen von der Stadt teilweise auch in diese Gänge gehen. Ja. Und dass die Alex von der Artothek auch gesagt hat, es wäre so schön, wenn man da mal was mit Kunst machen könnte, weil es irre viele sind, Gänge und Räume. In den Gängen gab es auch eine Aktion jetzt, Ja? eine Kunstaktion. Das ist der Hauptbahnhof aktuell.
Die Rückseite ist auch komplett verwahrlost, sieht richtig übel aus. Das ist die Einfahrt zur Hochgarage. Da kannst du dein Auto hochfahren, Ja, wird es geil. hochgefahren. Ah, das ist Giesing. Das Hä? ist. So hell ist es, wenn man nicht abhängt. Ja, ist ganz hell. Oha. Staubig, aber hell, aber Krass. staubig. Okay. Ja. Genau. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, das viele Zeug. Es wurde ein bisschen was verkauft. Aber gehört der Laden auch der alten Dame? Ja. Oder, also das heißt, die hat gar keinen Grund, den jetzt zu entmüllen, oder? Ja, naja, ihr Neffe, der würde gerne jetzt mal eine Veränderung da Ja, reinbringen. weil was man mit der Einrichtung machen könnte, dass man das auch dem Stadtmuseum mal anbietet, vielleicht. Weil die kaufen ja so ganze Läden. Stimmt, werde ich ihr Nicht vorschlagen. kaufen oder die nehmen es Ja. halt. Uah, Die Telefone fand ich auch toll. Ja, toll. Also in dem Laden ist ja wirklich noch alle, ich glaube, das Telefon funktioniert sogar noch. Ja. Das Stadtmuseum nimmt sowas so am Stück. Ja, das werde ich ihr Die haben so ganze vorschlagen. Krämerläden und so. Und ich meine, das ist wirklich ein Ja, das würde ich legendärer ihr vor. Laden irgendwie, Ja, ne? absolut. Da musst du vielleicht mal anrufen. Ich hatte mit denen Kontakt, weil ich überlegt hatte, ob ich Räume leihe für die Ausstellung. Also diese Ladeneinrichtung, die wollen sie irgendeinem Sammler verkaufen, Ja. aber genau, das ist ein Ach, ganz berühmtes Gebäude, das Döner macht Dönerhaus. Schönerhaus. Ja. Das ist ein leer stehendes Gelände, das sehr, sehr groß ist, in Unterföhring. Das ist total spannend, Ui. weil es gehört zu einer, also das Gelände ist unterteilt. Ein Teil davon waren Werkstätten und Ateliers. Das sieht man jetzt in den folgenden Bildern. Ja. Ist völlig verfallen schon. Vielleicht, ja, da war dann auch eine Pferdekoppel. Und das sind jetzt, ja, da haben die Leute wie so Baumhäuser auch Total teilweise schön, gebaut. ja. Richtig schön, ist total zugewuchert mittlerweile. Steht seit 6, 7 Das? Jahren leer. Das heißt Bahnweg. Das gehört aber zur Gemeinde Unterföhring. Und das Tolle ist, da ist eine Ziegelei und diese Ziegelei hat aus der Boden ist lehmig, die haben aus diesem lehmigen Boden Ziegel gebrannt und mit diesen Ziegeln wurde Haidhausen gebaut. Und die steht da Heißt leer und das ist unglaublich das tolles. alte Ziegelei, kann das sein? Diesen Begriff habe ich schon Das hat mal keinen Namen. gehört. Meiner Meinung nach müsste es unter Denkmalschutz stehen, es wird es aber abgerissen. Es ist ein wunderschönes Haus, das sieht man jetzt gleich. Ich frage mich immer, wie es zu sowas kommt. Warum liegt da ein Klo rum? Weiß ich Das nicht, keine passiert so oft auf Ahnung. solchen Geländen und ich denke mir immer, wieso liegt hier ein Klo? Das ist Ja, echt so krass. es liegt immer mal wieder ein Klo irgendwo. Warum? Ja. Wer macht sowas? Alte Ziegelei, irgendwie sagt mir das was. Vielleicht habe ich Also es da ist ein schon mal. Fachwerkgebäude und es wird abgerissen. Es dürfte meiner Meinung nach nicht abgerissen werden. Das ist jetzt Aber innen dann drin. Bezirksausschuss nochmal nachfragen. Nee, es ist ja nicht mehr Stadt München. Ach Das ist ja so, Unterföhring, ist eine okay. eigene Gemeinde. Ja, eine Deswegen Gemeinde war von das denen. für mein Projekt, hat es jetzt auch nicht, war schon außer meinem Radius, aber es ist total toll da. Siehst du, wie Ja. verkommen das ist. Es waren auch Autowerkstätten teilweise drin, eine Pferdekoppel war drin und ebenso wurden diese Ziegel da gemacht. Und man sieht jetzt gleich ein Foto, das ist die Ziegelei hier, Schienen. Und da habe ich dann so Reste von Zeitungen gefunden, die waren aus den späten 60ern. Okay. Möglicherweise steht es schon so lange leer. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist kurz vorm Abriss, also es wird die nächsten Wochen Ja, wird es das schade. nicht mehr geben. Hier schon mal 1976 ein Ja. was ist denn das? Jugoslawisch? Also es ist ein Was? richtiger Lost Space. Ja, hier die Türen sind aufgebrochen mittlerweile. Ja. Nur so kam ich rein. So sieht's von außen Wow, das aus. ist ja Ja, riesig, wie es so ist ein Bauernhof. riesengroß. Ach, wie Das, schade. mh. Da Ja, ist wieder das Klo. denn das ist wieder ein anderes. Nee. Schau mal, wie schön das ist. Ja. Hier bin ich reingegangen. Oh, wow. Ja. Also, sowas Total verwunschen, weil es auch schon müsste so, eigentlich ja. unter Denkmalschutz stehen, denke ich mir. Ich Ja. meine, es ist halt immer, es gibt ja so viele solche Gebäude und da fragt man sich schon auch, was los ist. Ja. Warum das niemand jemals in die Hand, das ist ein Jostra-Schild, lustig. Ja, da wurde gebaut, sollte gebaut werden, ist aber nie passiert, Ist das steht Haus leer. bei Jostra in der Nähe? Nee, das ist das Haus in Denning, wo ich jetzt die Ja. Ausstellung mache. Aber ist es da an der Messe hinten? Nee, das
Denning, also das ist hinter dem Klinikum Bogenhausen, da Ah, fängt das okay. an. Ich fand diese Lampen so toll, weil es nur noch diese Lampen in den Zimmern hängen. Ja, stimmt. Sonst gar nichts. Krass. Genau. Und Feuermelder piepen und Ja, mit diesen genau. Geräuschen mache ich Aber auch dann. sehr viel so Holzdecken, also so oben und unten. Jetzt kommt das grüne Badezimmer. Ich hätte auch mal ein grünes Badezimmer so. Schau mal, da ist sogar die Seifenablagen grün Ja, oder genau. die alles. Ja. Ja, das ist so im Garten selber, also der Garten ist sehr groß. Das ist aber auch ein Privatbesitzer jetzt. Ja, das wurde verkauft, das Grundstück für 3,5 Millionen Euro. Wow. Ja. Es hat aber weniger als 800 Quadratmeter Fläche. Das ist die Wendeschleife der Trambahn in Sendling. Steht auch seit Da bei der mindestens, Eidenbachstraße auch, genau, seit ne? 20 Jahren nichts gemacht. Der Real, der ist, lass mal kurz Das wurde gucken. zum hässlichsten Platz Münchens gewählt. Diese Trambahnschleife. Ja, der Platz hat einen Namen und das hat mir die Ute Heim eben gesagt, dass das der hässlichste Platz Münchens geworden ist. Ah. Und auf diesem Platz findet nämlich teilweise auch das Stadtteilfest dann statt. Ah ja. Weil eigentlich ist es ganz schön, weil da hinten kommt ja eine Wiese mit so Bäumen dann auch und so. Also ich würde die Machtelfingerstraße 1 als hässlichsten Platz Münchens küren. Das hier? Das ist ein leerstehender Real, also ein Oh ja. gigantischer Shopping Mall. Steht seit 3 Jahren leer und direkt daneben, also direkt gegenüber, ist ein riesiges Gebäude von Siemens, das auch seit mindestens 10 Jahren leer Wo steht. ist denn das Machtelfingerstraße? Das ist gleich bei der Altenbachstraße U-Bahn. Ah Und ja. dort leben natürlich auch Obdachlose. Ja klar. Die Ist sollte man klar. halt reinlassen. Naja gut, wollen die vielleicht auch nicht Nee, manchmal, wollen die aber nicht. klar, die wollen Es gar gab nicht rein. Bemühungen, dass man das Ja. Gebäude mal öffnet, Nee, die wollen auch nicht rein. aber sie wollten nicht. Ja. Und naja, jetzt steht sowas da draußen. Ja. Es wird auch abgerissen. Aber diese Ecke, also diese zwei Gebäude, Was will er denn hier wieder mit diesem Bau? dieses Gebäude hier eben und der leerstehende Ah. Real und dazwischen ist so eine Flüchtlingsunterkunft, Ja. da ist eine Straße quasi wie gesperrt. Das sieht aus auch ja, wie in Los Angeles, wo so eine Straße gesperrt ist, wo auch sonst keiner mehr rein soll. Damit es keiner mitkriegt. Ich weiß nicht, die sind auch sich selbst überlassen, diese Leute da. Ist mir zu weit Also erklärt, es ist ja. ein weiterer Schandfleck. Schräg. Ja. Ja, es ist so ein bisschen Verheimlichung vielleicht auch oder Ja, eben das wirklich ist ja bei so. Leerstand immer so, dass es versucht wird Ja. zu verheimlichen, weil es kann ja nicht sein, dass solche gigantischen Gebäude leer stehen. Ja, über Jahre. Über Jahre. Ah, schön schon. Ja, schon. Das gefällt mir ganz gut. Ich kaufe das. Ja, das ist deprimierend eigentlich, wenn man zu lange Ja. forscht. Und natürlich auch schwierig, die Ansprechpartner rauszufinden. Ich meine, wenn Das es. geht. Es ist viel Ja. schwieriger, die Ansprechpartner dann davon zu überzeugen, dass Ja. du was Tolles machen willst und dass sie dir vertrauen können. Ja. Sind wir wieder in Denning, da ist eine Apotheke, steht da leer. Ja, das Viertel ändert sich. Dr. Disco. Dr. Disco. Ich glaube es nicht. Der wohnt in Denning. Jetzt sind wir nochmal kurz in Giesing gelandet. Das ist auch dort in der Tegernseer Landstraße, wo die endet. Und da, das ist nochmal ein ganz toller Lost Space. Das ist nämlich ein leerstehendes Schiff. Schau mal. Was? Das ist ein Ausflugsdampfer in Unterföhring und der steht leer und da ist Wasser reingelaufen. Ist ja völlig verrückt. Und Ein Schiff, das ist unter der am Wasser steht. Wasser? Nee. Nee, steht auf Land. Aber es ist Wasser innen drin. Das ist ja verrückt. Habe ich auf Stopp gedrückt? Vielleicht. Ah, Ah, jetzt nee, sind wir wir sind am Ende. durch. Wir sind schon durch. Und das ist da, weißt du, wem das Schaufenster gehört? Das ge gehört zu dieser alten Akademie dazu. Ah ja, okay. Ja. Ich fand es auch super, aber es hat auch so schön sinnlos war. Ja, da könnte man ein schönes Candlelight-Dinner Ja, aber man mal kommt da nicht mit rein. seinem Partner machen, ja, Ja, einbrechen. wunderschön. Und sagst du, Schatzi, komm, wir gehen ganz schick aus und dann bestellst du dir gegenüber bei Dann der holst du Pizzeria eine Pizza. den Glasschneider raus und brichst ihn Genau, durch die Vitrine. Glasschneider. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier auch aufgenommen hat. Ja, das ist echt immer komisch. Da ist er.